Das ist, glaube ich, nicht das, was der Astrologe hören möchte. Glas, Gläsern und Gläser machen aus dem Glas. Ihr wisst schon. Würde ihm am liebsten meine Schaufel einfach über deinen Schädel ziehen. Und damit herzlich willkommen zurück zu Graveyard Keeper. Wir starten mal direkt rein in unser Playthrough. Ja, ich habe ja letztes Mal schon angekündigt, dass ich mich ein wenig schlau machen will, wie wir blaue Punkte erhalten. Und das habe ich auch. Und das, was ich herausgefunden habe, was man sich eigentlich auch hätte denken können, ist durch die Herstellung von Papier und Co. Also alles, was mit dem Schreibtisch in erster Linie zu tun hat. Oder generell alles, was hier mit Alchemie und sonst was zu tun hat. Aber das haben wir ja auch schon größtenteils ausgeschöpft. Aber Papier können wir machen. Ich weiß gar nicht, wie viele blaue Punkte es gibt, wenn wir Papier machen. Aber wir können halt auch Stories schreiben und sowas. Und das gibt natürlich auch blaue Punkte. Hier beim Papier herstellen. Ja gut, das ist Pigskin. Da kriegen wir rote Punkte. Aber zum Papier müssten wir theoretisch blaue Punkte bekommen. Ich wurde angelogen. Von dem Wiki. Danke dafür. Gut, dann alles, was hier mit dem Desk zu tun hat. Mit Stories schreiben und sowas hier. Vielleicht ist das auch das, was blaue Punkte gibt. Also das Clean Paper, wenn wir es aus Sand und Ruined Books machen. Oder halt auch Flyers. Ich weiß nicht, was wir damit wollen, aber naja. Hier können wir auch das Cookbook machen, sehe ich gerade. Und das ist auch gar nicht so schwer. Dafür brauchen wir nur Wein. Und die können wir ja bald herstellen. Das ist interessant. Dann können wir auch mal die Quest des Esels weitermachen. Aber ansonsten müssten wir halt auch erstmal gucken, wie wir an Tinte kommen. Tinte ist ja so ein anderes Ding. Ich glaube, das stellen wir auch hierher, ne? Ja, Black Paint. Aber ich glaube, Black Paint? Weiß ich gar nicht, ob wir das haben. Hier haben wir es auf jeden Fall nicht reingetan. Wenn, dann hier drüben. Aber ich weiß nicht, ob wir in der Chemie... Wir haben auf jeden Fall sehr viel andere Farbe schon hergestellt. Und vielleicht einfach Kohle und Wasser? Es müsste doch Black Paint geben, oder? Ich meine, wir haben auch noch ein bisschen. Haben wir noch irgendwo Kohle? Sonst würde ich mal ein bisschen Kohle abbauen. Hier ist aber auch noch ganz viel Pen und Ink und auch noch mehr Ink und Federn und Ink. Und naja, Black Paint selber. Wir nehmen das einfach mal mit. Hier ist noch mehr Pen und Ink. Wir haben so viel irgendwie davon hergestellt. Ich weiß gar nicht warum. Oder haben wir es gefunden? Wer weiß. Naja, wir benutzen auf jeden Fall mal die Ink und schauen mal, was wir damit so anrichten können. Wenn wir hier zum Beispiel Notizen machen oder... Ja, wir brauchen erstmal Notizen, dafür brauchen wir Stories. Aber, ne, Inventing Stories hatten wir noch nicht. Dann sollten wir das vielleicht mal anlocken, weil das kostet uns zwar ein paar blaue Punkte, aber dadurch können wir auch blaue Punkte gewinnen. Also, vielleicht ist das sinnig. Eine Story, das braucht 10 Faith. Willst du mich eigentlich komplett verarschen? Also das ist schon enorm. Und dann gibt es nur eine Bronze-Story zu 70%. Was soll es denn sonst geben, wenn es keine Bronze-Story ist? Ich meine, gibt doch gar keine Stories in normaler Qualität, oder? Ich kann sie auf jeden Fall hier nicht anwenden. Ich kann hier nur mit... maximal mit Gold hantieren. Ja, Bronze, Silber, Gold. Wir schauen einfach mal, was es gibt. Ich gebe mal 10 Faith aus. Ich will wissen, wie viele blaue Punkte es gibt. Es gibt einen ganzen fucking Punkt. Und die Notizen, wenn wir die dann weiterverarbeiten? Gibt immerhin 3. Und wenn wir 3 Notizen haben, könnten wir ein Chapter machen. Bin ja gewillt, es mal auszuprobieren. Dafür gebe ich zwar jetzt sehr viel Faith aus. Aber ja. Wir kriegen ja mittlerweile auch ganz schön viel Faith, deswegen lohnt sich das hoffentlich. So, jetzt können wir noch Notizen machen. Oder auch nicht, weil wir keine Energie mehr haben. Kurz vor Ende mal wieder. Die andere Sache ist, bei Notizen haben wir eigentlich auch nur eine 20%ige Chance, dass Bronze dabei rumkommt. Aber was soll es denn sonst, wenn nicht Bronze sein? Ich finde das sehr merkwürdig, aber egal. Wir legen uns erstmal schlafen und regenerieren ein bisschen Energie. Miss Charm ist da, die müssen wir besuchen. Das dürfen wir nicht vergessen. Ich glaube, das machen wir auch mal vor dem ganzen anderen Mist. Aber erstmal Energie wieder voll auffüllen. I'm so refreshed. Ja, dann lasst uns mal voranschreiten und zur Taverne und Miss Charm sagen, dass ihr Vater der Astrologe ist und wir wollen sie wieder zusammenbringen. Und dann wird sie uns sagen, nö. Und dann wissen wir nicht mehr, was wir tun sollen, weil wir in einer
geloopten Schleife sind, wo wir nichts mehr machen können. Ich muss hier hoch. Aber ja, wir schauen erstmal. Vielleicht sagt sie uns ja auch, wir sollen ihr irgendwas bringen dafür. Who knows? I miss Charm. Hello, darling. How can I help you? About your father. Miss Charm, you seem so lonely. Do you have a family? Dear friend, you're so kind to me. It seems like you're the only one who talks to me like I'm a person. I feel so lonely, alone in a crowd of admirers. It's my curse. My mother died. I messed up my relationships with my relatives. All my life, I've been looking for a charming prince, but I'm cursed. It's not a joke. My mother told me that her necklace would help me find love, and I sold it. I may know who your father is. My father is a dishonorable, deceitful man. He left my mom, and she never got over me. He did nothing good for me. I don't care who he is. Ja. Okay. Das ist, glaube ich, nicht das, was der Astrologe hören möchte. Aber naja, es dauert ja noch ein bisschen, bis er kommt und wir uns damit auseinandersetzen müssen. I think it's absolutely barbaric. But who am I to judge? In old days, our people arranged fights to death, just for entertainment. I don't support the burning. For me, it's just a way to sell beer. People even told me that you serve better beer than I do here. But I don't believe them. It's actually pretty good. I can bring you some. Can I? Give him a beer. By thunder, it's great. You're a fine brewer indeed. You know what? Go upstairs and take the scroll from my table. It's my secret project, honey beer. I think you just might be able to do it. Okay. Danke dafür. Ist ja doch gar nicht so ein Arsch. This door is closed until I have 30... Er hat doch gesagt, ich soll hochgehen! Willst du mich verarschen? Oder meint er hier irgendwo hin? Hier kann ich nicht rein, kann ich hier rein? Ich kann hier nirgendwo rein. Das Spiel ist vorne und hinten eine Verarsche. Ich brauche noch 10 Punkte mit ihm, also irgendwie... Naja. Ja gut, morgen kommt der Merchant, da müssen wir uns auch drum kümmern. Haben wir schon noch Geld? Ja, gerade so, passt schon. Dann haben wir danach zwar kein Geld mehr, aber egal. Wir müssen es ja machen. Auch wenn ich es nicht will, aber der Merchant ist ja anscheinend ein Arsch, der nicht mehr mit mir redet, bis ich ihm den Gold bezahle. Naja, wie dem auch sei. Wir machen jetzt erstmal die anderen Stories. Gucken mal, wie viele blaue Punkte wir akkumulieren können. Und dann hoffen wir, dass wir damit irgendwas anfangen können. Haben wir... Was fehlt uns denn für noch mehr Notes? Ach so, gar nichts. Ich muss sie nur craften. Das wäre ein Schritt in die richtige Richtung. So, dann können wir jetzt das Chapter machen. Ich meine, ich hätte auch in der Folge etc. gucken können, wie viele blaue Punkte es gibt. Aber nee. Immerhin 5 Stück. Jetzt haben wir schon fast wieder 25 Punkte, so viele wie wir vorher hatten. Es ist wunderschön. Wie viel würde uns denn so ein Flyer geben? Das kostet ja wenigstens kein Fate. Ich weiß zwar nicht, was ich mit den Flyers anfangen soll, aber das gibt immerhin 2. Das ist auch nicht so teuer. Ja. Wir haben keine Ruined Books, oder? Kriegen wir die nicht aus dem Dungeon? Ich könnte doch mal wieder ins Dungeon gehen. Ich guck mal, vielleicht haben wir hier vorne in der Truhe noch ein paar Ruined Books. Aber ich gehe mal davon aus. Doch, wir haben noch welche. Ich habe hier auch noch mehr Flyer. Ich weiß nicht, was ich damit jetzt anfangen soll. Das Chapter kann man irgendwann mal umwandeln. Wir packen hier einfach mal alle Papiersachen rein. Ja, was ein bisschen sortierter. Ruined Books, da brauchen wir dann aber noch Sand. Sand könnten wir uns holen, indem wir unsere Schaufel mit... Wo haben wir unsere Schaufel? Habe ich die dabei? Ich habe sie dabei, okay. Dann holen wir doch mal ein wenig Sand. Und dann können wir mal gucken, ob das blaue Punkte gibt. Hier draußen wurden auch noch ein paar Flasks gebrewt. Da auch noch ein paar blaue Punkte. Und dann... Ich weiß nicht mehr, auf welcher Seite es war, wo wir Sand buddeln konnten. Im Zweifelsfall... Irgendwo am Fluss. Ah, hier ist es sogar auf beiden Seiten. Das ist ja praktisch. Es gibt grüne Punkte, das ist auch ganz nett zu wissen. Auch wenn es nur einen gibt. Wir können generell mal ein bisschen mehr Sand ausbuddeln, dann können wir auch noch Glas machen. Ich glaube, meine Schaufel ist gerade... Nee,
war das denn jetzt? Warum konnte ich es gerade nicht machen? Egal. Wir können ruhig mal ein bisschen mehr Sand ausbuddeln. Dann können wir nämlich gegebenenfalls auch noch ein bisschen Glas gläsern und Gläser machen aus dem Glas. Ihr wisst schon. So, das reicht doch erstmal. Wir haben 120 Sand. Ich glaube, für die Bücher brauchen wir gar nicht so viel. Und aus dem Rest machen wir dann Glas, was wahrscheinlich nur rote Punkte geben wird, könnte ich mir vorstellen. Aber aus dem Glas können wir dann weiter Flasks machen und ich weiß nicht, was wir damit machen, aber wir können damit erweiterte Flasks machen und hoffentlich noch mehr blaue Punkte bekommen. Aber ich glaube, ich sollte mich erstmal schlafen legen. Ich habe nicht genug Energie für irgendwas. Und naja, eigentlich, wie gesagt, mit den Dingern können wir nichts wirklich gerade anfangen gerade, aber wir kriegen blaue Punkte, die wir brauchen. Ja. I'm so refreshed. Gut, dann... Ja, wir können erstmal die Bücher machen. Der Merchant wird ja noch eine ganze Zeit lang da sein. Und dann gehen wir gleich rüber in die Stadt und bezahlen ihm sein scheiß Gold da, ey. Ich komme da nicht drüber hinweg. Das ist so viel Geld für mich und er hat doch genug als Merchant und sonst was. Ich hoffe, er bringt uns auch genug Gold wieder zurück. Aber naja. So, schauen wir mal. Das gibt tatsächlich blaue Punkte. Das Problem ist, wir kommen nicht ganz so einfach an Ruined Books. Aber gut, das soll eine Sorge für wann anders sein. Ich meine, ja, wir können halt ins Dungeon, aber dass wir da Ruined Books bekommen, ist halt auch mehr Glück als alles andere. Haben wir hier unten noch irgendwo Flasks? Weil dann nehme ich das mal mit. Nehme auch ein bisschen Wasser mit. Ich wollte eigentlich nicht alles, aber egal. Dann schmeißen wir mal oben die Öfen schon mal an. Dann können wir das nämlich durchballern, während wir zum Merchant laufen. Ja, schmeiß hier einfach mal ganz viel Glas an. So, erstmal. Und hier schmeiß ganz viele von denen hier an. So viele wie halt gehen. Genau gesagt, 42. So, der Rest Wasser kann hier rein. Das kann hier wieder rein und der Sand von mir aus auch. Der wäre oben wahrscheinlich besser aufgehoben, aber egal. Ist ja nichts Neues für mich, dass ich die ganze Zeit hin und her laufen muss. So, Merchant, du kriegst jetzt dein scheiß Gold und ich hoffe, es gibt Freundschaftspunkte, dass wir dann über die scheiß Dinner da reden können, was du sowieso schon tun wolltest, was ja unser Plan war. Unabhängig von deinem verdammten Garten. Hier. Nice doing business with you. But to be honest, these vegetables are terrible. I could only sell them to the poor townsfolk. They eat anything. Especially after two bad harvests in a row. Bad harvests? I don't see any sign of bad harvests. Seems like everything is growing great. This place is truly sacred. But in the town, its suburbs, there's a water shortage. The Vima River has gone down, only the Yol, which runs past your graveyard, still brings some water to Vima. Even the town's bears receded, so the ship of the dead can't leave. Ask about future sales. Is it possible to sell future harvests? We can't corner the market with these vegetables. But I see potential with the help of some good fertilizer and the proper selection of crops, I believe you might grow something special. But first, you need to get to trade license through the Royal Service box near your church. Get one and I'll be glad to have you as my partner. Du hast mir mein ganzes Geld abgenommen, wie soll ich mir die denn leisten? Die wird jetzt wahrscheinlich 50 Gold kosten oder sonst was. Das hätte ich mir vorher auch nicht leisten können. Nein, ich sage, sie wird ein Gold kosten, hundertprozentig. Und wenn der seinen Scheißkarten nicht früher, nicht umsonst an mich verkauft hätte, weil wir so gute Freunde schon geworden sind, dann... Ich reg mich hier wieder auf. Tommy, verpiss dich, du hast doch eh nichts zu tun. Warum rennst du hier durch die Gegend, wenn alles voll ist? Meine Güte, ich bin gerade wieder viel zu aggressiv. In diesem Spiel regt er noch einfach alles auf. Da muss man auch aggressiv werden. Dass unser Typ hier das nicht zu würdigen weiß, dass er sich aufregen soll. Ein Silber 75? Okay. Ich glaube nicht, dass wir es jetzt nochmal zum Merchant zurückschaffen. Vielleicht sollten wir auch durch die Kirche gehen. Ist ein bisschen schneller. Ich hätte nicht gesagt, dass sie so günstig ist. Aber naja, schauen wir mal, dass wir noch zum Merchant kommen. Ah, es wird sehr knapp. Ich weiß nicht, ob der direkt am Tages...
also Abendanbruch, Nachtanbruch, wie auch immer, abhaut. Wir werden sehen. Ja. Verdammter Merchant, ey. Sprich mit mir! Sprich mit mir! Not now, Fellow Villager. Ich hab dir schon so viel gebracht und getan! Und dann werde ich als Fellow Villager bezeichnet. What the fuck? Dieser Merchant, ne? Würde ihm am liebsten meine Schaufel einfach über deinen Channel ziehen. Aber das würde ich mit sehr vielen hier gerne machen. Ja gut, behalten wir die mal im Inventar. Story kommt hier rein. Wie sieht das denn aus mit Stories? Wir haben ja sehr viele Bronze-Stories. Wir könnten eigentlich theoretisch auch noch ein paar... Bringt uns nichts, wir brauchen das hier. Wir könnten eigentlich auch noch ein paar Chapters machen. Wir könnten auch mal gucken bei den Silber-Stories, ob das vielleicht sogar mehr blaue Punkte gibt. Ich weiß gar nicht, warum ich mein ganzes Faith ausgegeben habe für Stories, wenn ich auch einfach die Stories hätte nehmen können, aber egal. Ich will hier dran. Achso, ich brauche auch Papier. Das hätte ich vielleicht auch noch mitnehmen sollen. Ich meine, ich könnte da jetzt zwar welches machen, aber egal. Habe ich auch so viel, weiß ich ja sonst auch nicht, wohin damit. Haben wir noch irgendwo anders Papier oder haben wir wirklich nur noch 9 Stück? Ich meine, wir können noch mehr machen, aber klingt irgendwie so wenig. Wir haben hier Pigskin Paper, die können wir auf jeden Fall mal mitnehmen und ein bisschen Papier draus machen. So, gucken wir doch erstmal. Wir craften noch ein paar Chapter. Wir wollen blaue Punkte farmen. Beziehungsweise wir craften keine Chapter, wir craften erstmal Notes. Und nebenbei, ja, verwandelt sich das Glas in blaue Punkte und Flasks. Beziehungsweise die Flasks in bessere Flasks, aber ja. Das kostet auch extrem viel Energie. Der Vorteil ist, wir haben jetzt erstmal ein paar Tage Zeit, bis wir wieder zum Astrologer müssen. I'm so refreshed. Ja, dann mach dich doch direkt mal weiter ans Werk. Außerdem, wie viele blaue Punkte gibt das hier drüben eigentlich? Ja, nicht mal so viele. Und dafür dauert das auch ziemlich lange. Es gibt mehr rote Punkte, aber naja. Wir können auf jeden Fall schon mal die nächsten Fertilizer, glaube ich, auswählen. Random Text Generator. Nett. Ich weiß nur nicht, was der dann braucht. Oder Bücher. Ich weiß nicht, was wir mit Büchern anfangen wollen. Gibt auf jeden Fall wahrscheinlich auch ein paar blaue Punkte. Aber wir machen erstmal die nächsten Fertilizer. Ich glaube, wir können uns Bücher sogar direkt erlauben. Unlocken wir das doch einfach mal. Und schauen einfach mal... Ich wollte gerade sagen, da stand immer noch 45 und dann ist es auf 0 gesprungen. Der Bait hier. Nein, dann schauen wir einfach mal, was wir für Bücher brauchen und wie viele blaue Punkte das gegebenenfalls gibt. Auch wenn ich mir vorstellen kann, dass wir dafür noch nicht alle Materialien haben. Bücher. Brauche ein Chapter und ein Softcover. Wo kriege ich das denn her? Ich habe keine Ahnung. Machen wir erstmal weiter Notes. Da sind wir wieder energielos und ich will einmal gucken, was wir für die nächsten Fertilizer brauchen. Steht das hier irgendwo? Hier ist es auf jeden Fall nicht. Wo macht mir die denn dann? Hier? Vergessen wir, wo wir Fertilizer machen. Ja, hier. Quality Fertilizer Nummer 2. Flavor Enhancer. Wo sollen wir den denn jetzt schon wieder herbekommen? Jetzt muss ich noch mehr Alchemie-Rezepte durchgehen. Ich glaube, das haben wir auch noch. Flavor Enhancer. Irgendwas mit Spices? Ich meine, wir haben keine Health Solution, ist das Problem. Können wir welche machen? Wissen wir, wie wir Health Solutions machen? Das ist kacke, wenn man nicht weiß, wie man Sachen macht. Wir wissen... Ne, wissen wir überhaupt, wie wir Health... Wir wussten noch mal, wie wir Health Solution machen, oder? Es wäre schön, wenn das irgendwo dran stehen würde. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Das ist halt doof, dass das nirgendwo dran steht. Wenn man... Hier steht ja nur dran, dass es in irgendeine Solution verwandelt wird, aber nicht in welche. Legen wir uns erstmal wieder schlafen und regenerieren ein wenig Energie. Und dann keine Ahnung. I'm so refreshed. Ja, hier ist in der Zwischenzeit noch ein bisschen mehr Glas entstanden und ein paar Flasks. Wie sieht es hier unten am Feld aus? Die Onions sind fertig, der Peat ist fertig. Das müsste ich sowieso auch mitnehmen, falls ich da irgendwas machen will. Aber dafür brauche ich ja erstmal den Dingsabums. Ich will nichts anpflanzen, du sollst hier... naja.
Wie viel Gold und den Seeds kriegen wir, wenn wir Glück haben? Was wir nicht haben, nicht genug. Ja, dann pflanzen wir die erstmal weiter an. Es fehlt genau ein Seed. Aber ja, das heißt, nächste Mal... Ich habe hier Weizen angepflanzt, aber egal. Nächste Mal werden wir genug Seeds haben von den Onions. Seed kann hier rein. Das haben wir noch nicht gestudied, den Waste Crop. Könnten wir mal studien. Die Seeds. Onions. Haben wir eigentlich überhaupt irgendwas an den Dings? Carrots haben wir auch nicht. Davon haben wir auch nichts. Baked Pumpkin. Warum ist das hier eigentlich drin? Na egal, lassen wir es erstmal drin. Haben wir nicht genug Platz. Warum haben wir das eigentlich noch nicht gestudied? Oder sind die Qualitäten einzeln? Ich meine, wir hätten doch mal irgendwie Zwiebeln oder sonst was da reingehauen. Meinetwegen nehmen wir mal eine Zwiebel und eine Karotte und den Waste Crop und studien die mal. Den will ich aber auch nur ein. Wobei, wir können mal ein bisschen mehr mitnehmen und hier wieder reinpacken. Es ist so, vielleicht hatte ich das vor und habe es dann vergessen. Ich weiß es nicht. Ja, auch so viel in diesem Spiel, was man gleichzeitig machen kann. Naja, ich hoffe, wir haben noch genug Faith dafür. Vielleicht war das auch das Problem, dass das so viel Faith gekostet hat. Wir werden ja sehen. Wir können heute auch wieder so eine Dings abhalten, wenn wir genug Burger und Bier haben. Muss ich gleich mal schauen. Aber eins nach dem anderen. Study, Karotte. Das kostet ein Faith. Ich glaube, das hätte ich gemacht. Das wird nämlich auch zu irgendeiner Fluid. Und die Zwiebel kostet ein bisschen mehr, aber wird zu Powder und Essence. Es gibt richtig viele grüne Punkte. Hauen wir mal hier die Karotte rein. Das sieht doch nach Health Solution aus, oder? Und drei Stück direkt aus einer Karotte. Okay. Health Solution haben wir gefunden. Und die Zwiebel? Toxic Powder. Warum Toxic? Es ist eine Zwiebel. Was pflanze ich für Zwiebeln in meinem Garten an? Ja, wir brauchen auf jeden Fall noch Salz für die Spices. Und dann will ich es einfach mal mit Wasser kombinieren. Und dann vielleicht haben wir ja Glück. Das ist White Powder, das ist kein Salz. Haben wir überhaupt noch Salz? Mach mal hier das Chapter fertig. Das ist ja fast, dann nehmen wir das direkt mit. Und dann schauen wir mal, haben wir genug Bier? Müssten wir, ne? Ja. Also hier, Dings hat uns ja ein Bier abgeknöpft. Ich hab vergessen, wie er heißt, da in seiner Taverne. Aber ja, das kann hier alles rein. Pen und Ink auch. Und hier... Das Glas können wir gleich mitnehmen, aber die Flasks packen wir erstmal hier rein. Haben wir hier irgendwo das noch Salz? Und wir müssen ein bisschen Wasser mitnehmen. Ich glaube, eins reicht ja erstmal. Dann kombinieren wir das und gucken mal, was da rauskommt. Und dann gehen wir zu Next Burning und holen uns noch ein bisschen Faith. So, Spices. Und Spices kombinieren wir. Okay. Spices können wir gar nicht kombinieren. Obwohl, nee, das machen wir gar nicht in der Alchemie-Mill, das machen wir ja hier. Da, ich wollte schon sagen. Als ob man Spices nicht kombinieren kann. Und da kommt raus... gar nichts. Ein Goo. Goo of Death. Ach, dann weiß ich doch auch nicht. Dann können wir jetzt wieder 20 Millionen Sachen kombinieren, um irgendwie einen Flavor-Enhancer zu bekommen. Und ich habe keine Ahnung, wo wir ihn herbekommen. Komm da erstmal rein und... Powder hätte ich eigentlich auch woanders reintun können, aber egal. Oben können wir erstmal einen Ofen anschmeißen und ein bisschen Glas machen und dann auch direkt zum Next Burning gehen. Wir haben ja zum Glück noch einen dritten Ofen. Hier einfach ganz viele normale Flasks herstellen. Kommen wir hier eigentlich irgendwie hoch? Kommt man hier durch? Nee. Aber... ich meine hier hinten, ja, hier ist doch auch so ein Aufweg, ich wollte schon sagen. Hatte ich noch richtig in Erinnerung. Hey, stop sneaking around, you've been warned. I'm just walking around. Calm down, ich bin hier, um Burger und Bier zu kaufen. There's nothing to see here. And what are you doing here? It's an ambush. I'm not an expert, but it doesn't look like an ambush to me. Inquisitor had a bad dream about this portal and the cultists. So now we're waiting here for the cultists! What cultists? Bad cultists.
They've been definitely connected with witches. Help me out here, Tom. They're witch cultists, bastards. They want to kill our beloved king. If they win, they'll put an end to the Great Inquisition. Yeah, and we'll lose our jobs. They took our jobs. Maybe you're a cultist. No, I'm the graveyard keeper and I'm leaving. I'll check the pedestal while they're here. Get rid of the Inquisition guards at Witchsill. Wir machen erstmal wieder ein Buffet und nehmen ein wenig Geld ein. Everything is ready for the next burning. Burn! And give me faith! Und dann sprich mit mir über die Guards. Beer, fresh beer and burgers. Aus Menschen... ich meine den besten Fleisch! Sweet as holy ecstasy. Ich hätte jetzt auch gerne einen Burger. Ich habe echt Hunger. Naja, es dauert noch ein bisschen, bis es Essen gibt. Ja, die Town spricht darüber und wunderschön. Ich habe 33 Silber angenommen und gib mir mein Faith. Gehen die sonst nicht immer nach Hause? Warum ist das noch hier? So, what are the portal guards for? Monsieur, do you think the guards here on Witch Hill are really necessary? I'm not sure. The town is full of rumors. Someone has been sneaking or seeking forbidden knowledge. Them heretics. Last time the dark rituals here on the mountain ended with a great blast. We can't be too careful about such things. I can look after the hill. I'll let you know if I see anyone come by. The guard ambush is obvious from a mile away. You're right. But are you worthy of the sacred trust? I can prove I'm loyal. I'm sure I can show you that I can be trusted well enough to look after Witch Hill. Indeed, perhaps one day I will embrace you as an Inquisitor apprentice. Meanwhile, I'll await your reports. Yay, Silver Story. Goodbye. Die Guards sind einfach weg. Sind einfach, haben einfach Puff gemacht. Was haben wir denn hier? Ach, hier können wir die Sachen craften, von denen wir noch nichts haben. Die Necklace, das Endless Notebook, Golden Angle, Salty Fork, Mirror of Pride und Eternal Burning Coal. Ja, das ist schön. Aber immerhin haben wir das Pedestal jetzt freigeschaltet. Whatever. Können wir mal nach unseren Hops gucken, die müssen eigentlich auch wieder fertig sein hier, ne? Haben wir eigentlich Fertilizer? Wir haben Fertilizer dabei, das ist sehr schön. Hops und Wein sind fertig. Können wir sogar vielleicht bald Wein machen. Aber erstmal Hops. Hops haben wir eh zu viel. Jetzt haben wir auch keinen Inventarplatz mehr. Kacke. Naja. Bauen wir trotzdem erstmal alles ab und nehmen das mit, was wir mitnehmen können. Und kommen dann gleich nochmal hier hin. Oder wir pflanzen Sachen an, aber da wird bestimmt auch was im Inventar übrig bleiben, oder? Kriegen einen Inventarplatz durch das Silber. Wir bringen erstmal die Sachen weg. Der Zombie ist fertig, ja, dann kannst du direkt noch mehr Weizen anpflanzen. Und wir können eigentlich auch noch mehr Weizen anpflanzen, weil warum nicht? Schließlich brauchen wir ja auch Weizen ohne Ende, wenn wir das ganze Zeug irgendwie umwandeln wollen. So. Die Seeds tun wir noch nicht hier rein. Wir können eher Hop-Seeds mitnehmen, damit wir noch mehr anpflanzen können. Haben wir auch noch Wein-Seeds? Irgendwo? Oder kam das genau hin? Ich sehe jedenfalls keine. Doch, da. Grape-Seeds, Silber. Ja gut, wir haben keinen Platz. Ne, wir können erstmal das Crop Waste, das wollte ich ja eigentlich auch noch erforschen. Naja, egal. Hier reintun und... So viel Müll im Inventar. Das Zeug ist jetzt auch alles fertig. Peat und Maggots können wir auch noch wegtun. Die kamen ja auch hier rein, aber ich glaube, wo hatte ich die nochmal reingepackt? Hier oben? Maggots und Peat, ja. Und hier unten sehe ich auch gerade sind auch noch Grapes. Die können wir ja auch schon mal mitnehmen. Die kommen nämlich ganz woanders hin. Jetzt haben wir aber immer noch so viel Müll im Inventar. Naja. Gehen wir halt erstmal rein. Und gehen dann gleich wieder hoch. Das ist so viel Hin- und Herlauferei. Wie immer in diesem Spiel. So, hier kann das Papier und Story und sowas rein. Und hier drüben... Gold und so wollen wir eigentlich drüben haben, ne? Hm.
Hoffen wir halt noch mehr. Wir müssen morgen auch zum Astrologen. Und eben darüber Bericht erstatten, dass seine Tochter nichts von ihm wissen will. I'm sorry. But it is what it is. Aber gut. Legen wir uns hier auch erstmal schlafen und machen dann auch erstmal wieder Pause. So, bei Blick auf die Uhr sind wir ja schon eine ganze Zeit dabei. Ja, schauen wir mal, was morgen der Astrologe so bringt und generell die nächste Woche. I'm so refreshed. Aber ja, damit bedanke ich mich wie immer erstmal fürs Reinschalten. Wünsche euch allen noch einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video sehen solltet, einen wunderschönen Tag im Allgemeinen. Und dann bis zum nächsten Mal bei Graveyard Keeper. Bis dahin. Bye bye.